Ansage gegen irgendeinen anderen YouTuber. Okay, das klingt doch interessant. Da gehen wir mal rein. Let's go. Drauf. Und willkommen zu einem etwas anderen Video. Wie ihr am Thumbnail und Titel schon erkennen könnt, ist es kein normales Video, sondern die Wahrheit über Unge und ein paar anderen YouTubern und Streamern. Digga, Satzbau auf jeden Fall 10 von 10, Bro. Ich weiß, das Ganze kommt jetzt irgendwie ein bisschen plötzlich und unerwartet, aber ich muss das einfach mal rauslassen, so wie es ist. Und zwar hat Unge und die anderen YouTubern und auch ich etwas zugenommen. Ja, Leute, was ist das? Wieso nehmen wir zu? Nee, jetzt mal ohne Scheiße. Das ganze Video soll eigentlich so ein kleines Ansagevideo gegen Unge und ein paar andere YouTuber und Streamer sein. Ich denke, man kann es uns auch ansehen, dass wir den ein oder anderen Kilo zugenommen haben. Und ich versuche mit dem Video einfach mal so eine kleine, aber feine Challenge gegenüber den anderen YouTubern zu machen. Ich meine. Das klingt interessant. Das klingt interessant. Ich habe zwar kein bisschen zugenommen, aber ich habe Muskelmasse einfach abgebaut. Schaut mich an, Leute. Ich glaube, man sieht mich schon ein bisschen an, dass ich zugenommen habe, oder? Ich meine, ich habe jetzt in den letzten 4 bis 5 Jahren circa 15 Kilo zugenommen durch YouTube. Nicht so gut. Bei den Ganzen kommt es nicht darauf an, wie viel wir YouTuber und Streamer am Ende abnehmen oder zunehmen oder Muskeln aufbauen, was auch immer. Es geht eigentlich, ehrlich gesagt, um die Community. Ich versuche nämlich mit dem Video nicht nur ein paar andere Streamer und so zu motivieren, sondern euch, die Community auch zu motivieren, Sport zu machen, euch gesünder zu ernähren und allgemein öfter ein bisschen rauszugehen. Ich weiß, durch Corona geht das nicht wirklich, aber man kann dennoch, soweit ich weiß, draußen joggen gehen, Homeworkouts machen und allgemein andere Sportarten machen, wo man jetzt nicht unbedingt in einer Gruppe. Ey Leute, wisst ihr, was ich so mit Terrabändern, Digga? Das ist schrecklich, Mann. Das macht gar keinen Spaß. Sein muss. Ich möchte aber, wie gesagt, nicht nur Unge herausfordern, sondern auch ein paar andere Streamer und YouTuber, wie Wen zum denn? Beispiel Papa Platte. Kevin, Es Alter. tut mir leid, Kevin, es. Kevin hat wirklich massiv zugenommen, Alter. Kevin ist wirklich ein Chubby Boy geworden, Alter. Kevin ist richtig thick. Tut mir leid, aber man sieht dir das auch an, dass du in den letzten 2 bis 3 Jahren den einen oder anderen Kilo auf jeden Fall zugenommen hast. Ich meine, man sieht vorher, nachher links, ne? No front. Oder auch bei Revi, ich meine, What du the gehst fuck? öfter zum Sport, aber du siehst dennoch so aus, als hättest du noch nie in deinem Leben Sport gemacht. Wie kann das sein? Das ist voll dreist, Bro. Das ist sau dreist. Ich hab halt. Ja, ich mache halt Sport, aber irgendwie bin ich immer wieder raus. Ich bin immer wieder raus, Digga. Ich bin immer wieder raus, pass auf. Ich habe heute ein Bild gemacht. Das ist re relativ aktuell. Das ist relativ aktuell. Das ist halt von heute. Das ist von gerade eben gefühlt. Ja, Digga, ich bin halt nicht so aktiv, was Sport angeht. Ich mache schon, aber ich glaube, es könnte mehr sein. Ich bin halt super, super dünn. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin sehr so schulterdominant. Ach Mann, ich finde es immer so weird, so Bilder zu zeigen. Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung. Deshalb, ja, weiß ich nicht. Ach komm, scheiß drauf, ich zeig's einfach. Kann man das kurz zeigen, ohne dass ich dafür gebannt werde? Ich bin ein ziemlicher Lauch. Ich bin ein ziemlicher Lauch, Leute. Kann ich das zeigen? Wird man dafür gebannt oder nicht? Sagt's mir. Also, das ist halt von heute so mein aktuelles Statusding. Ja, saudünne Arme, Brust, so kommt so langsam, bla 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 bla. Aber I guess, ich muss halt ein bisschen mehr halt machen. Wisst ihr, was ich meine? Nee, ist nicht Photoshop. Ist tatsächlich real. Keine Ahnung. Ja, das ist das Ding. Check mal. Schultern sind bei mir, wie kann ich hier zoomen? Schultern sind bei mir wirklich richtig krass. Also Schultern habe ich halt wirklich komplett viel, aber Brust ist bei mir richtig wack und Arm ist bei mir wack. Bauch muss ich gar nichts mehr machen. Bauch habe ich immer ganz gut. Aber der Rest ist halt irgendwie so. Ich habe saudünne Unterarme zum Beispiel. Und ich muss halt ein bisschen. Also das Ding ist, ja, ich habe breite Schultern, aber halt wirklich fast keine Arme und Brust und sowas. Ich muss halt wirklich ja, Schultern meine ich Nacken. Schultern meine ich Nacken mit Nacken und Schultern. Ja, genau. Keine Ahnung. Ich glaube, es geht klar. Core zu Brust wirkt zu untrainiert. Ja, Brust ist bei mir richtig Defizit. Brust ist bei mir richtig Defizit, Leute. Es ist wirklich so. Aber das Ding ist halt, keine Ahnung. Ich habe halt keinen Bock. Zum Beispiel Beine bei mir ist auch ganz schlimm. Ich habe einen Personal Trainer. Ich trainiere nicht falsch. Alles gut. Ich bin nur zu. Ja, ich bin fucking faul, Alter. Was soll ich sagen? Bin einfach fucking faul, Leute. Ich bin wirklich insane faul. No joke, ich bin wirklich massiv faul. Ich muss halt eigentlich mal zunehmen und gainen an Masse.
Und zeitgleich auch wahrscheinlich ein bisschen mehr essen. Ich muss einfach mehr Kalorien essen. Ich muss mehr Protein zu mir nehmen und so weiter und so fort, ne? Das ist halt das Ding. Oh Mann, ich bin so fies. Was willst du zurückkommen auf mich, glaube ich? Es ist, by the way, alles nur Spaß. Bitte hasst mich jetzt nicht, danke. Oder was ist mit Tanzi? Tanzi, was ist mit dir? Du wolltest mit Ungo unbedingt durchziehen, aber hast nie durchgezogen. Woran liegt das? Warum machst du keinen Sport mehr? Wieso? Man sieht dich jetzt öfter wieder bei Mackis und so. Ich dachte, du wolltest dein Leben umändern. Mehrmals, aber hast es nie geschafft. Wie wär's mit jetzt? Das sind aber nicht die einzigen anderen YouTuber und Streamer, die ich erwähnen möchte, sondern das sind noch ein paar andere, wie zum Beispiel Gnu, Julian Bam, Paluten, Trimax, Chef Stroh. Ja, Paluten ist auch ein Fatty geworden, ne? Gustav. Ja, Vegetarier zu sein ist egal, auch schwierig. Hauptsache, ihr da draußen macht Sport und die anderen. Ich müsste Streamer eigentlich, das Ding ist, das war eigentlich ich so müsste gefühlt 10 Kilogramm zunehmen und ich achte wirklich auf meine Ernährung, by the way. Jetzt, wo ihr es sagt, ich ziehe mir ganz kurz einen Eiweißshake rein, Leute. Achte halt schon tatsächlich drauf. Ich achte tatsächlich schon drauf, aber es ist halt wirklich, also ich sag's euch, wie es ist, es wäre für mich wahrscheinlich 10-mal einfacher, wenn ich einfach, nicht vegetarisch wäre, aber darauf habe ich keinen Bock. Also das geht mir nicht rein so. So ein kleines Motivationsvideo für manche sein, auch wenn das ein bisschen komisch ist, weil ich meine, ich sitze hier in Dean Onesie. Dean Onesie werde ich, by the way, auch ablegen nach den 3 bis 4 Monaten. So lange wollte ich nämlich die Challenge machen. Also, falls ihr Lust auf die Challenge habt, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, falls ihr, so wie ich, auch eure Resultate am Ende präsentieren wollt, dann könnt ihr es einfach machen unter den Hashtag DontQuit. Ich werde nämlich heute ein Bild von mir machen, in meiner jetzigen Form, ohne Onesie, ohne alles, also oberkörperfrei. Und nach 3 oder 4 Monaten, ich weiß noch nicht ganz genau, wie lange die Challenge gehen wird. Ich denke mal 3 Monate, es könnten aber auch 4 sein. Irgendwie so in den Dreh. Es ist also egal, das Ding wie lange ist, ich scheiße extrem für Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Schoko, Kakao, Eiweißshake. Nee, es ist ein Y-Food tatsächlich. No Werbung. Sponsert mich endlich. Mm. Aber man sieht es an meinen Schultern. Ja, safe. Aber ich müsste eigentlich viel, viel mehr fressen. Wisst ihr, was ich meine? Okay, geht's auch noch. Also das Ding ist, ich muss am Tag, ich wiege momentan 76 Kilogramm bei 1 Meter BMI-Rechner. Warte, wir können ja meistens reingehen. Ich bin 28. Ich wiege 76 und bin 1 Meter 85. What the fuck? 1,85. Das ist ein BMI von 22, Normalbereich, genau. Also komplett normal. Eher sogar, ja, ist wirklich komplett normal. Aber ich glaube, ich müsste einfach ein bisschen entfetten. Checkt ihr, was ich meine? BMI bei Bodybuilding sowieso immer eine schwierige Sache. Ich müsste wahrscheinlich ein bisschen mehr. Du hast 2 eingegeben, nicht 28. Oh, lol. Ja gut, macht keinen Unterschied. Die zweijährige Olli freut sich. Das ist das Ding. Ich glaube, ich wiege sogar nur 74, wenn ich ehrlich bin. Auch normal immer noch. Also ich glaube, ich müsste halt wirklich ein bisschen Fett abnehmen. Ein bisschen mehr Rippen am Bauch und halt wirklich deutlich mehr deutlich mehr Muskelmasse halt aufbauen. Wisst ihr, was ich meine? Hauptsache, wir machen allgemein etwas mehr Sport und achten auf unsere Ernährung. Könnt auch, wenn ihr wollt, unter den Hashtag DontQuit auf TikTok, Instagram oder YouTube oder irgendeiner anderen Social Media Plattform Videos posten, wie ihr zum Beispiel Sport macht oder euch gesund ernährt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Man könnte darüber auch dann ein paar Reactions machen und on-stream halt darauf reagieren. Wie alle wäre hier. Auf jeden Fall mega nice. Können wir jetzt bitte als Running Gag machen, dass ich einfach erst 2 Jahre alt bin? Die 4-Star Running Gags sind ja die lustigsten, oder? Falls ihr meine Fortschritte sehen wollt, wie ich mich weiterentwickle, dann könnt ihr es natürlich gerne machen, entweder hier auf YouTube oder auf TikTok oder Instagram. Ich werde auch einfach versuchen, so viele Vlogs oder Posts wie möglich zu machen und euch ein bisschen versuchen, Digga, zu motivieren. Digga, ich krieg nicht mal, guck mal, ich bin so schwach, ich krieg nicht mal diese Mann! An den Chat. Digga, die liegen jetzt hier alle rum. Die liegen jetzt liegen hier überall Reiswaffeln bei mir, Digga. Kann das jemand ganz kurz klippen? Kann das jemand bitte klippen? Hat man das gesehen? Hat man gesehen, wie die rumgeflogen sind, die scheiß Reiswaffeln? Hat man das gesehen? Hat man es gesehen? Oh, Digga. Ja? Ja, scheiße, Alter. Schreibt mir bitte 1 in den Chat, wenn ihr...
ihr wollt, dass der Streamer oder YouTuber, der sich das gerade anguckt, auch mitmacht. Einfach eins rein spammen. Perfekt, danke Leute. Und ja, ich würde sagen, das war's, denke ich, mit der kleinen Ansage. Alles klar, mache ich mit. Machen wir so, komm. Gegenüber den anderen YouTubern und Streamern und Community und was auch immer. Ich hoffe einfach, dass ich ein paar von euch dazu auch bewegen konnte, da mitzumachen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen. Gut, ich mach wie mit. Gesagt, einfach unter den Hashtag DonQuit die Sachen posten, egal auf welcher Plattform. Es ist wirklich egal. Hauptsache, wir machen irgendwie Sport und ziehen zusammen an einen Strang. Vor allem durch die jetzige Corona-Zeit ist es halt echt etwas einsam. Deswegen würde ich mich sehr freuen, falls ihr da mitmachen wollt, könnt. Deutsch 1. Also, ich denke, das wird sehr geil für uns alle, falls ihr da... Ich starte mit dem Bild. Ich bin mit meinem Body, no joke. Digga, warum bin ich da zweimal? So ein richtiges, hässliches Fuckboy-Bild. Ich bin mit meinem Body, no joke, komplett zufrieden. Aber ich würde gerne ein bisschen mehr Masse haben. Damit starten wir. Heute ist der 23.01.2020. Und in 3 Monaten, oder je nachdem, wann diese Challenge vorbei ist. Imagine, ich bin einfach in 3 Monaten sau fett geworden. 20:21 Uhr. 2021, ja. Fred ist der Leandro Pizza. Malaga kam, dankeschön. Malaga Cham, scheiße. Dankeschön. Da mitmachen wollt und ja, wie gesagt, ungefähr 3 Monate machen wir das Ganze. Postet eure Sachen einfach unter den Hashtag DonQuit und wir werden uns das alle am Ende angucken und ich würde mich freuen, wenn ja, der ein oder andere... Beine werde ich nicht trainieren, ihr könnt mich am Arsch. ...mitmacht und ja, ich denke, das war's mit der kleinen... Wir machen mit. ...Ansage. Ja, es war nicht wirklich eine Ansage, aber ich denke, ich konnte ein paar überzeugen, hoffentlich. Ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal, hab euch lieb. Wir zwei. Hashtag DonQuit. Okay.